da platzt mir der BH. Und die beste Ehefrau von allen und ich. Also es ist eine Mixshow aus Berliner Liedern, eigens geschrieben vom Hans Reisner, einst für meine Körperlichkeit. Und Kishon, was dann nachher unsere Westberliner spielen. Also Sie wissen schon, wir sind jetzt quasi die Ossis und die Wessis kommen nachher auf die Bühne und wir switchen immer ein bisschen. Ich wache auf, mein Blick fällt auf meinen Gatten neben mir. Und was sehe ich? Denn wir gehen jetzt nicht zur Silvesterparty, sondern... Seine ganze Kraft geht raus bei seinen erotischen Abenteuern, ist doch klar! Da platzt mir der Bier! Ephraim? Ja? Bin ich schön? Ja, warum? Eine Frau mit Brille ist wie eine gepresste Blume. Dieser poetische Vergleich war nicht auf ihren Mist gewachsen. Sie musste den Unsinn irgendwo gelesen haben. Wahrscheinlich in einem Zeitungsinserat. Dass die gigantischste Erfindung seit der Erfindung des Rades anpries, die Kontaktlinsen. Zwei winzige, gläserne Linsen, höchstens 5 mm im Durchmesser, die man ganz einfach auf den Augapfel aufsetzt und schon ist alles in Ordnung. Deine Umgebung sieht nichts, die menschliche Gesellschaft sieht auch nichts, nur dein scharfes Auge sieht alles. Ja von Ober, 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 ja von Ober. Ist ja gut. Du willst, dass ich mir das ganze Fernsehprogramm hoch und runter rinziehe, wenn die Herren Köche da stehen und irgendwelche Sachen zusammenfummeln? Ja, bitte. Und dann muss ich dir das nachkochen? Wäre schön. Ich finde ihn in der Garage, wie er gerade seinen Wagen wäscht und auf Hochglanz poliert. Ebenso gut hätte er mir gestehen können, dass er eine neue Freundin hat. Nein, meine Liebe, man muss wirklich kein Genie sein, um das alles zu durchschauen. Du kennst doch sicher diese Sorte von Ehemännern, die sich plötzlich zweimal am Tag rasieren und mit eingezogenem Bauch und neuer Krawatte vor dem Spiegel stehen, weil sie sich von ihrer anziehenden Wirkung überzeugen wollen? Noch am gleichen Abend begann sie mit dem Gewöhnungsprozess, streng nach den Regeln, an die sie sich fortan halten wollte. Erster Tag 15 Minuten, zweiter Tag 20 Minuten, dritter Tag... Dritter Tag? Was für ein dritter Tag, wenn ich fragen darf? Ja. Ich habe freien Abend und die Arbeit ist getan. Ich treffe mich mit ein paar Freunden. Das passiert besser spontan. Wir gehen essen. Ich bin zwar auf Diät. Was bist du? Lachs und Prisitan als Hausspezialität. Ich winke freundlich, gute Frau, mir knurrt der Magen. Doch das Gericht kann ich beileibe nicht vertragen. Sie holt den Koch, der macht die Braten nochmal frisch und stellt mir gleich denselben Teller auf den Tisch. Ich suchte in meinem Werkzeugkasten nach einem geeigneten Instrument, mit dem sich die typisch kleinen Gläser hätten entfernen lassen. Schüttete den gesamten Inhalt des Kastens auf den Boden, fand aber nur eine rostige Beißzange und musste zwischendurch immer wieder die Schmerzensschreie meiner armen Frau anhören. Schließlich rief ich telefonisch eine Ambulanz herbei. Hilfe! Schrie ich. Ein dringender Fall! Meiner Frau sind 2 Kontaktlinsen in die Augen gefallen. Es geht um Leben und Tod! Idiot! Gehen Sie doch zu einem Optiker! Gab die Ambulanz zurück. Mein Mann betrügt mich! Ich erstarrte. Nathan Birnbaum betrügt seine Frau? Dieser stille, stets korrekte Brillenträger, dieses Muster an Ordnung, Recht, Gesetz und Feigheit geht fremd? Das ist das Ende. Das bedeutet den Zusammenbruch unseres Staatsgefüges, wenn sogar Nathan Birnbaum... Mir war zum Heulen, aber ich riss mich zusammen. Hast du Beweise, Gloria? Beweise? Für? Ich habe meinen Instinkt. Ich war mal bei einer Ärztin, weil ich... ziemlich oft ausraste. Man nennt das auch cholerische Anfälle. Das haben aber viele Menschen. Sie hatte vorgeschlagen, ihr könntet zum Psychologen gehen und eine Therapie machen oder Medikamente nehmen. Ich habe gesagt, nö, weder noch. Wir machen einfach ein Lied. Da platzt mir der BH. Das ist doch einfach für uns Frauen eine neue Art, sich auszudrücken, wie wenn die Herren sagen, mir platzt der Kragen. Oder?
folgende Geschichte, ob er 5 oder 95 Euro gekostet hat. Eines Tages popelt sich der Metallbügel aus dem Stoff und piekst uns in der Brust. Ich bin eifersüchtig, das gebe ich zu. Aber wenn ich höre, wie er sich im Bett hin und her wälzt, schwinden meine letzten Zweifel. Er kann nicht schlafen, weil er an seine Liebe verwirrt denkt. Essen beschäftigt uns den ganzen Tag, oder? Zwei Kugeln Eis, da muss man nicht unbedingt eine Cola drauf trinken. Überall den ganzen Tag versucht man, während der Arbeitszeit sich was zu erhaschen. Oder es kommt vielleicht ein Wagen vorbei am Sitzungsraum und verkauft Würstchen und diverse Sachen, nicht wahr? Für die kleinen Pausen oder vor den Sitzungen. Oder man läuft mal schnell zum Döner nebenan oder zum Vietnamesen und holt sich eine Suppe. Also irgendwie sind wir damit beschäftigt, immer schnell überall zu essen. Und das Thema hat uns ganz schön mitgenommen, weil bei uns war es immer so, wir sind dann immer zu Oma gegangen. Also selbst in der Schulzeit, in den Pausen, bin ich zur Oma gerannt und Oma stand in ihrer Nylonschürze und hat den Topf gerührt und Buletten gebraten. Und somit sagen wir zum heutigen Thema und diesem ständigen Essen und dass wir Frauen auch nicht mehr so kochen können wie früher. Keine Oma kocht wie Oma. Dass sie augenblicklich im Großstadtverkehr verschwinden, wenn man sie zufällig aus dem Fenster gleiten lässt. Na und was jetzt? Jetzt, wo ich mich gerade an sie gewöhnt habe, sind sie weg. Was soll ich jetzt tun? Kerl, willst du das wirklich wissen? Ja, bitte. Na, trag doch deine Brille wieder. Es ist ganz leicht. Am ersten Tag 15 Minuten, am zweiten Tag 20 Minuten. Ja, und nach einer Woche hast du dich wieder daran gewöhnt? Nein! Oh ja! Quintessenz und letzte Strophe. Ich bin zwar clean, doch ich leg ne große Klappe an den Tag und leiste mir den Luxus, dir zu sagen, was ich mag. So viel Power zieht manchmal Männer an. Die hängen an die Ketten an mir dran. Den Verehrer war mal älter als mein Vater. Er schickte Rosen mir und Karten für Theater. Später fuhr er mich nach Hause, alles klar. Und soll ich euch erzählen, wie das war? Da platzt mir der Bier. Ich könnt schreien, toben, heulen und laut fluchen. Und wer nicht küssen kann, hat bei mir nichts zu suchen. Und ich merke gerade im Bleib.